Guten Abend, liebe Geschwister, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Wir dürfen wirklich Gott sehr dankbar sein für seine Gnade, die er uns geschenkt hat für dieses wunderbare Fest, wenn es auch jetzt anders war, als man es gerne haben möchte. Aber doch dürfen wir sagen mit Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns reichlich gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Ja, ganz herzlich vielen Dank auch den Brüdern, die gedient haben. Gott hat, ohne dass wir uns irgendwie besprochen hätten, wirklich so eins nach dem anderen geschenkt, dass es ja, durch seinen Geist geschieht das. Und ich möchte uns begrüßen mit diesem einen Wort, wo uns noch die Alten gesagt haben. Also der Prophet Hesekiel sagt in Hesekiel 36, Vers 26, 27, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, ein lebendiges Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Wer möchte es nicht, ja? Und das ist alles durch den Heiligen Geist möglich. Ja, Gott sei Dank dafür, für seinen versprochenen Segen, den er auch geschenkt hat. Wir werden jetzt zu Beginn ein Lied von den Streichern sehen und hören. Das heißt, Ja, Herr. Danach werde ich kurze Bekanntmachung noch sagen. Bitte schön. Dank für diese ermutigende Melodien. Wir haben uns besprochen, dass wir extra kurz alles halten mit Bekanntmachungen. Ich möchte einfach einen Hinweis noch für den morgigen Gottesdienst geben, um 10 Uhr. Leider schon der letzte. Aber wir freuen uns noch auf heute Abend und glauben, dass Gott uns segnet. So viele kranke Geschwister, die auch warten auf Gebete. Wir wollen einfach auch an unsere kranke Geschwister denken, besonders auch im Kämmerlein für sie beten
und beten, dass Gott auch den Glauben weckt, wirklich, dass er heute derselbe ist und auch heilt, wie ein Seele, so ein Leib. Auch viele Grüße, die uns immer wieder erreichen, auch so ein Gebetsanliegen aus Ukraine, aus Ostukraine. Da wird es fast, vorgestern hat der Bruder gesagt, fast ununterbrochen geschossen und Explosionen. Die sind natürlich da ganz nahe zur Grenze, 800 Meter ist das Haus. Und so wollen wir auch für Sie beten dort, für Erhaltung und Schutz. Ja, und so möchte ich uns auch jetzt ankündigen, wir werden die Predigt durch Bruder Semenyuk aus Vitaskiwin, Kanada, hören. Und Gott möge uns segnen. Bitte schön. Liebe Geschwister und liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Zeit und Umstände erlauben nicht, dass wir persönlich zusammenkommen, was sicherlich weitaus besser wäre. Aber doch sind wir auf der anderen Seite herzlich dankbar, dass wir die Technik haben und uns so begegnen dürfen. Mit einem herzlichen Gruß aus Wetaskiwin, Kanada, begrüße ich euch zu diesem Livestream-Gottesdienst. Es ist nicht nur mein, sicherlich auch dein herzlichster Wunsch, dass Gott uns heute begegnen möchte. Ja, dass es zu einer ganz persönlichen Begegnung zwischen uns und Gott kommen könnte. Dass Gottes Wort unsere Herzen erreicht, ja, dass es uns anspricht, uns verändert. Und so wollen wir zusammen in die Gegenwart Gottes treten und um den Segen für diese Stunde bitten. Wir beten. Unser Vater in dem Himmel, wir danken dir, dass wir mit dir, dem ewigen Gott, Gemeinschaft haben dürfen und das durch Jesus Christus, unseren geliebten Heiland. Wir danken dir für deine Liebe, die du uns in deinem Sohn bewiesen hast. Wir danken dir für das kostbare Blut Jesu Christi, das uns gewaschen hat von unseren Sünden, ja, das uns erkauft hat, teuer erkauft hat und erlöst, und dass wir dir dienen dürfen in einem neuen Leben. Ja, wir danken dir für die Segnungen, mit denen du uns begleitest. Wir danken für den Heiligen Geist. Wir danken für das teuerwerte Gotteswort. Wir danken dir auch für die Gemeinschaft, die wir mit anderen Kindern Gottes haben dürfen. Und so möchten wir dich ganz herzlich bitten, dass du deinen göttlichen Segen über uns ausschütten möchtest. Ja, dass unsere Herzen ermutigt werden, dein Wort vernehmen, deinen Willen erkennen, damit wir dir dann dienen können. Und so, Herr, segne uns. Und wer in persönlichen Nöten sich befindet, den wollest du besonders segnen und helfen. Auch wollen wir unsere kranken Geschwister mit einschließen, die ja auf deine Hilfe warten. Du bist ja auch heute noch derselbe Gott, der Menschen gesund machen kann. Und das wollest du tun, Herr, und dich auch verherrlichen. Nun, Herr, sei uns gnädig und segne uns. Amen. Es schließt sich ein Gruppenlied an. Du brauchst nichts mehr. Seinen Platz bei Jesus, ganz nah bei ihm, sollst du durchs Leben gehen. Er geht mit dir auf allen Lebenswegen, selbst dann, wenn du den Weg nicht ganz verstehst. Nah bei Jesus, nah bei Jesus, nah bei Jesus musst du sein. Sorgen, wenn er treu ist.
weiter wandern, wo er begleitet dich auf jeden Schritt. Nah bei Jesus, nah bei Jesus, nah bei Jesus musst du sein. Nah bei Jesus, nah bei Jesus, nah bei Jesus, bei ihm allein. Wir finden unser Bibelwort für diese Stunde im Johannesevangelium, Kapitel 21. Ich beginne mit Vers 15 und lese bis einschließlich 17. Johannes 21, 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Dann sagte er zum zweiten Mal zu ihm: Simon Jona, liebst du mich? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Er sagte zum dritten Mal zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Soweit das Wort Gottes. Es folgt ein zweites Lied. Jesus, Heiland, so teuer mir, nichts kann scheiden mein Herz von dir. Dir gehör ich, nur dir allein, dein will ich ewiglich sein. Dein will ich sein, dein will ich ewiglich sein. Vor nicht allzu langer Zeit war ich am Sonntagmorgen in aller Frühe unterwegs zum Gemeindehaus. Ich wollte mich noch etwas für den Gottesdienst vorbereiten. Da klingelt mein Handy. Ich melde mich, antworte. Es ist eine Dame, die mir mitteilt, die Alarmanlage im Gemeindehaus hätte ein Feuer gemeldet. Ich konnte ihr sagen, dass ich innerhalb von 3-4 Minuten dort wäre. Als ich auf den Parkplatz fuhr, war schon die Feuerwehr da. Lichter blinkten überall. Es war zwar kein Feuer, aber die Kellerräume des Gemeindehauses waren voller Rauch. Irgendwie war in der Küche ein Problem entstanden. Die Einzelheiten sind ja auch nicht wichtig. Die Fenster wurden geöffnet, Ventilatoren wurden aufgestellt. Und während der Rauch abzog, kam ich ins Gespräch mit dem Chef der Feuerwehr.
Er erzählte mir, dass er nicht nur Chef der Feuerwehr wäre, sondern auch der Bürgermeister unserer kleinen Stadt in Wetaskiwin. Wir sprachen einige Zeit, dann sagte ich zu ihm, ich habe Sie noch nie in unserem Gemeindehaus gesehen. Schlagfertig, antwortete er, es hat bei euch ja auch noch nie gebrannt. Die Aussage machte mich etwas nachdenklich. Ich nahm sie mit, ich konnte sie gar nicht vergessen. Sie stand mir immer wieder lebhaft vor Augen. Er wäre gekommen, aber es hat bei uns nicht gebrannt. Man kann das im übertragenen Sinne anwenden, geistlich anwenden. Wenn das Feuer der ersten Liebe ausgeht, wenn es nicht mehr brennt, dann spricht es keinen mehr an. Dann kommt auch keiner mehr. Dann erreichen wir auch nichts mehr. Ich möchte uns in dieser Ansprache an eine Gemeinde erinnern, in der es sich genauso zugetragen hat. Das Feuer der ersten Liebe war ausgegangen. Ja, sie existierte noch. Aber das Feuer brannte nicht mehr. Ephesus. Lass mich dich an den Anfang dieser Gemeinde zurücknehmen. Es war niemand anders als der Apostel Paulus, den Gott gebrauchte, um die Gemeinde in Ephesus zu gründen. Er kam dort etwa um 50 nach Christus auf seiner zweiten Missionsreise dort in diese Stadt. Er hatte mit sich, laut Apostelgeschichte Kapitel 18, ein Ehepaar namens Aquila und Priscilla. Er hatte diese beiden Leute in Korinth kennengelernt. Und nun nahm er sie mit nach Ephesus. Und die Schrift sagt einfach nur, er ließ sie dort zurück. Sie sollten dort arbeiten. Ungefähr ein Jahr später, 51 nach Christus, jetzt auf der dritten Missionsreise, hält der Apostel Paulus wieder in Ephesus an. Diesmal bleibt er länger, etwa 2 Jahre. Er predigte das Evangelium, die Hand Gottes war mit ihm, Menschen bekehrten sich, es waren sichtbare Veränderungen in den Menschen zu erkennen. Lukas spricht davon in der Apostelgeschichte Kapitel 19, weil es so ansprechend und so wichtig ist. Lass mich dir mal 2 Verse vorlesen. Es heißt dort Apostelgeschichte 19, 18, es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und berichteten, was sie getrieben hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silberlinge. Und dann fasst Lukas es zusammen im nächsten Vers. So mächtig wuchs das Wort des Herrn und hatte Kraft. Jahre vergingen. Der Apostel Paulus war der erste Prediger dieser Gemeinde. Er war sozusagen, wie er es immer wieder selber betont, durch Gottes Gnade, der Gründer der Gemeinde. Insgesamt brachte er etwa 3 Jahre dort in Ephesus zu. Er hatte, man könnte sagen, das Fundament gelegt. Wir alle sind uns dessen bewusst, wie wichtig solch ein Fundament ist. Er schreibt im 1. Korintherbrief Kapitel 3, Verse 9 bis 11 folgendes. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Paulus macht es ganz klar in diesem Brief an die Gemeinde zu Korinth. In Ephesus war es nicht anders. Er als weiser Baumeister hatte einen Grund gelegt, ein Fundament gelegt und dieses Fundament war Jesus Christus. Dann spricht Paulus davon, nach ihm kommt ein anderer und der baut darauf. Der nächste Prediger, den die Gemeinde zu Ephesus hatte, war Timotheus. Er war ein guter Prediger. Wenn wir einmal bedenken, dass er mit dem Apostel Paulus gereist war,
Sie waren zusammen unterwegs, sie haben zusammen gearbeitet. Er war der Lehrling des Apostel Paulus und hatte einen guten, vorbildlichen Lehrer. Und so erinnert der Apostel Paulus ihn später in seinen Briefen und schreibt im 2. Timotheus 1, Vers 13, halte fest am Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Jesus Christus. Der Apostel Paulus erinnert Timotheus daran und macht ihn aufmerksam. Du hast es von mir gehört. Und das, was du gehört hast, lass es als den Maßstab deiner Arbeit gelten. Paulus hat das Fundament gelegt. Timotheus kommt jetzt und er arbeitet in Ephesus und baut auf diesem Fundament. Paulus schreibt im ersten Brief an Timotheus 1, Vers 3, ich habe dich gebeten, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien reiste, damit du einigen gebietest, nicht anders zu lehren. Paulus, Timotheus und der dritte Prediger war Johannes. Wir können das nicht biblisch beweisen, aber aus der Kirchengeschichte ist es deutlich zu entnehmen, dass Johannes, der Jünger Johannes, dort gearbeitet hat. Bruder Edmund Krebs in seiner systematischen Theologie des Neuen Testamentes schreibt, dass Johannes etwa 25 Jahre in Ephesus und der Umgebung gearbeitet hat. Dieser Johannes schreibt in seinem Brief, 1. Johannesbrief 1, Verse 1 und 2, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben. Es betrifft das Wort des Lebens und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen, und dann schreibt er, und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Und danach wurde Johannes auf die Insel Patmos verbannt. So, wenn wir jetzt an Ephesus denken und an ihre Lehrer, an ihre Prediger, Paulus, Timotheus und Johannes, dann müssen wir sagen, die hatten wirklich gute Lehrer, die die Geschwister unterwiesen haben. So finden wir die Gemeinde Ephesus erwähnt in der Apostelgeschichte, im Brief an Timotheus. Dann finden wir, dass Paulus einen Brief an die Gemeinde zu Ephesus geschrieben hat. Und dann erhielt die Gemeinde noch einen Brief, ein Sendschreiben von Gott in der Offenbarung. Wenn wir eine Zeittabelle aufstellen würden, sähe sie etwa so aus. 50 nach Christo wurde die Gemeinde gegründet. Etwa 10 Jahre später bekam die Gemeinde den Brief vom Apostel Paulus. Dann, im Jahre 90 nach Christo, bekam die Gemeinde das Sendschreiben vom Herrn. Und das ist das Letzte, was wir von der Gemeinde Ephesus hören. Die Beurteilung Gottes dieser Gemeinde durch die Augen Gottes gesehen. Lasst uns doch einmal sehen, wie die Beurteilung Gottes ausgefallen ist. Wir wollen die Lage nicht missverstehen. Es handelte sich nicht um schlechte Menschen. Wir lesen in dem Sendschreiben nichts von einem unmoralischen Lebensstil. Es waren keine Menschen, die sich an fremdem Gut bereichert hatten. Wir lesen nichts von Unehrlichkeit unter den Geschwistern. Wir lesen nicht einmal etwas von Uneinigkeit in der Gemeinde. Im Gegenteil, man könnte diese Gemeinde als kompromisslos bezeichnen. In allen Lagen nahmen sie einen Stand gegen das Böse und auch besonders falschen Lehren gegenüber. Es werden in dem Sendschreiben einige positive Punkte betont. Ihre Werke, ihre Arbeit, ihre Geduld,
ihr Unterscheidungsvermögen, ihre Ausdauer, noch mehr. Sie hatten sogar um Jesu Christi, um des Namens des Heilandes willen gelitten. Die Aufzählung ist schon beeindruckend. Aber wenn wir genau hinschauen, werden wir feststellen, dass dort noch etwas mehr steht. Und das, was hier steht, ist nicht positiv. In der Offenbarung Kapitel 2 im 4. Vers. Gott sah noch mehr. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gottes Augen tiefer sehen als die Augen eines Menschen. Dass Gottes Augen den Kern erfassen. Und diese Augen Gottes, wir lesen hier jetzt in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die neue Genfer Übersetzung gibt es so wieder. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Der Herr muss ihnen sagen, es ist nicht mehr, wie es einmal war. Es ist eine Veränderung eingetreten. Ja, 40 Jahre waren vergangen seit dem Anfang. In 50 hatte die Gemeinde begonnen, 50 nach Christus. Jetzt schrieben sie das Jahr 90 nach Christus. 40 Jahre. Und Gott teilt ihnen mit, es sieht heute nicht mehr so aus wie damals. Wir fragen uns, wie ist es dazu gekommen? Oder was könnte es gewesen sein, das damals passiert ist? Aber was vielleicht noch wichtiger wäre, ist die Frage, könnte sich das eventuell auch in unserer Zeit wiederholen? Kann das Feuer, dieses Feuer der ersten Liebe, eventuell auch bei uns ausgehen? Wir können keine definitive Antwort auf diese Fragen geben. Und doch ist es möglich, einige der Punkte vielleicht anzuführen. Einiges, was wir vermuten könnten, was sich dort zugetragen hat. Wenn wir auf 40 Jahre blicken, die in der Vergangenheit lagen, müssen wir eingestehen, dass schon manches geschehen sein mag. Wir wissen nicht einmal, ob die Geschwister, die am Anfang dabei waren, überhaupt noch lebten. Die Lebenserwartung damals war nicht so wie heute. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei uns liegt etwa bei 82,5 Jahren. Man sagt, dass damals die Menschen eine Lebenserwartung von nur 35 Jahren hatten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die, die am Anfang dabei waren, noch lebten, ist gar nicht da. Bestimmt hatte die nächste Generation ihren Platz schon eingenommen. So war es damals, und so ist es auch heute. Und so wollen wir ja auch, dass es gehen soll, dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder in unsere Fußtapfen treten und weitermachen, wenn wir nicht mehr können. Wo Vater und Mutter nicht mehr sind, da füllt jetzt die nächste Generation die Positionen aus. Wahrscheinlich waren jetzt die Kinder die führenden Kräfte in der Gemeinde. Sie trafen die Entscheidungen. Sie regulierten den Gemeindeablauf. Und wir dürfen nicht vergessen, die Gemeinde existierte immer noch. Und alles lief so seinen gewohnten Gang. Allerdings nicht, wie Gott es wollte. Und das war das Traurige an dieser ganzen Sache. Was könnte passiert sein? Vielleicht haben andere Dinge eine größere Rolle gespielt als überhaupt das geistliche Element. Das heißt, die Liebe, die dem Herrn gehören sollte, hat sich vielleicht auf andere Dinge verlagert. Eine Verschiebung der Werte war eingetreten. Nicht, dass sie etwas gegen Gott hatten. Nein, das nicht. Aber wenn Gott nicht mehr im Zentrum steht unseres Lebens oder auch im Zentrum der Gemeinde, dann ist Gott sozusagen abgesetzt. Wenn wir
im Alten Testament lesen, dann stellen wir fest, dass das eigentlich sehr oft vorgefallen ist. Bei den Israeliten schien es fast regelmäßig zu geschehen, dass Gott seinem Volk sagen musste: Ihr habt mich verlassen und anderen Göttern gedient. Oder im Buch Mose steht, dass ihr dann anderen Göttern dient und sie anbetet, sei es Sonne oder Mond oder das ganze Heer des Himmels, was ich nicht geboten habe. Ich weiß, du und ich glaube, wir wurden noch nie versucht, die Sonne oder gar den Mond oder das Heer des Himmels anzubeten. Aber es gibt so viele andere Dinge, an die man sein Herz verlieren kann. Man sieht es immer wieder. Viele Aktivitäten, die im Licht der Ewigkeit überhaupt keinen Wert haben. Und dann passiert es irgendwie. Man gibt diesen weniger wichtigen Dingen den Vorrang und die Verbindung mit Gott gerät ins Wanken und die erste Liebe erkaltet. Aber nach außen hin läuft alles so weiter, wie es gewesen ist. Wenn Prioritäten sich verschieben und Gott nicht mehr den Vorrang hat, dann erkaltet diese erste Liebe. Oder denken wir einmal an den Wohlstand. In der Auflistung der Dinge müsste unbedingt der Wohlstand mit angeführt werden. Darin sind eingeschlossen der Erfolg und Besitz und Reichtum. Da hörte ich neulich, da sagte jemand: Wir gehören zu den 1%ern. Das heißt, wir sind reicher als 99% der restlichen Welt. Und dieser Wohlstand, dieses, wenn es uns so gut geht im Leben, das kann einen Effekt haben. Und da kann es passieren, dass wir uns im Denken und Treiben um diese Dinge verlieren. Der Wohlstand kommt nicht ohne Versuchungen. Jemand machte folgende Beobachtung. Er schrieb: Leute, die im Wohlstand leben, entscheiden sich oftmals eher für das Vergnügen anstatt den Gottesdienstbesuch. Warum in den Gottesdienst gehen, wenn man Golf spielen, Boot fahren, campen gehen, an einer Sportveranstaltung teilnehmen oder sich einen Film anschauen kann? Sieh, das sind alles Versuchungen, die mit dem Wohlstand verbunden sind. Und wo der Wohlstand den Vorrang hat und wir darauf fixiert sind, dann erkaltet die erste Liebe. Was kann es eventuell noch gewesen sein? Es könnte sogar Entmutigung gewesen sein. Auf jeden Fall, wenn man von dem Verlieren der ersten Liebe denkt, müsste dieser Punkt auch mit angeführt werden. Entmutigung. Die Entmutigung kann einen Menschen völlig mürbe machen und lahmlegen. Es sind verschiedene Dinge, die zur Entmutigung führen können. Nimm zum Beispiel einmal die Umstände des Lebens. Wir sind ihnen ausgesetzt und wir müssen damit fertig werden. Und manche Menschen haben viel zu ertragen, viel zu erleiden. Wenn man in solchen Lagen auf die Umstände blickt und nicht auf den Herrn, dann kann die erste Liebe, das Feuer der ersten Liebe ausgehen. Damals waren es ja auch schwierige Zeiten. Die Menschen, die Gott dienten, hatten viel zu erleiden. Aber Entmutigung entsteht auch dann, wenn wir von Menschen verletzt werden, wenn Menschen uns wehgetan haben. Und ich möchte das unbedingt nicht als Kleinigkeit abtun. Es tut uns weh, wenn wir verletzt werden, wenn wir enttäuscht werden. Und wenn man mit solchen Situationen nicht richtig umgeht, dann können wir schnell entmutigt werden. Ja, wir sagen, wir vergeben. Wir sagen, wir haben vergeben. Und doch kommt man nicht darüber weg. Die Sachen machen uns zu schaffen und es wird nicht besser. Und wir leiden darunter. Und wenn man dann für lange Zeit unter diesen Verletzungen leidet, dann kann es sein, dass das Feuer der Liebe ausgeht. Kann es sein, wir vergeben nach der Art, wie John F. Kennedy, gewesener US-Präsident, einmal sagte? Er hat es so formuliert:
Vergib ihnen, ja, aber vergiss ihren Namen und ihre Adresse nicht. Und so krankt manch einer über Jahre, weil er nicht drüber wegkommt, was einmal passiert ist. Man hat manchmal das Gefühl, dass Menschen Denkmäler bauen und Kultstätten für erlittenes Unrecht. Und wir sorgen dann dafür, dass das erlittene Unrecht nicht in Vergessenheit gerät. Was Ephesus betrifft, können wir nur spekulieren. Wir wissen nicht. Eines jedoch ist klar, Gottes Urteil steht. Und alles Reden ändert nichts. Was immer es auch war, dass das Feuer der ersten Liebe ausgehen ließ, es brannte nicht mehr. Und was jetzt sich abspielte, war lediglich eine Routine. Ja, der Gemeindeablauf ging noch vonstatten, aber das Feuer war ausgegangen. Oh, sie taten ihre Aufgaben treulich. Sie verrichteten ihren Dienst. Alles lief wie am Schnürchen. Aber Gott muss der Gemeinde mitteilen, es ist nicht mehr wie am Anfang. Wie sieht denn so ein Leben aus, wenn das Feuer der ersten Liebe brennt? Mit dieser Frage habe ich mich befasst. Ist ja eine unbedingt wichtige Frage. Und ich möchte uns einige Menschen zeigen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, von denen ich den Eindruck hatte, dass in ihrem Leben das Feuer der ersten Liebe brannte. Menschen, deren Lebensmotto Matthäus 6, Vers 33 ist: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Ich erinnere mich an die 60er Jahre. Was kann ich damals gewesen sein? Vielleicht 8 oder 9, 10 vielleicht, höchstens. Wir machten einen Besuch. Bei uns wurde es so gehandhabt, wenn die Eltern jemanden besuchten, wir als Kinder fuhren immer mit. Bei diesem Besuch, einem Ehepaar, erzählten sie uns folgendes Erlebnis. Lass mich aber noch hinzufügen, dass in den 60er Jahren das Geld knapp war. Es war nicht so wie heute. Und dieses Ehepaar erzählte uns, dass sie ihren 25-jährigen Hochzeitstag feiern werden. Und sie hätten für die letzten Jahre gespart und wollten sich ein neues Schlafzimmer kaufen, nach 25 Jahren. Und dann hörten sie, dass irgendwo im Reich Gottes ein Bauprojekt durchgeführt werden sollte. Und sie liegen abends im Bett, der Mann, die Frau, sie unterhalten sich und dann sagt die Frau zu ihm: Weißt du, Schatz, mir kam heute der Gedanke, vielleicht sollten wir das Geld, das wir gespart haben, von dem wir uns ein Schlafzimmer kaufen wollten, vielleicht sollten wir das dem Reiche Gottes zur Verfügung stellen. Und er sagt: Weißt du, ich hatte denselben Gedanken. Und so haben diese beiden das ersparte Geld genommen und haben es dem Reich Gottes zur Verfügung gestellt. Jahre sind vergangen. Ich muss gelegentlich an diese Leute denken. Das ist bei mir als Kind so sitzen geblieben. Das Reich Gottes an erster Stelle. Selbst wenn wir zurückstecken müssen, wollen, zuerst das Reich Gottes. Damit will ich nicht gesagt haben, dass man sich nicht ein neues Schlafzimmer kaufen kann, bei weitem nicht. Alles, was ich zeigen möchte, ist, wenn das Feuer der ersten Liebe brennt, dann denkt der Mensch weiter an, als nur an das, was sich um ihn herum abspielt.
das Reich Gottes zuerst. Es lässt sich Matthäus 6,33 leicht zitieren. Aber danach leben, das erfordert Hingabe, das erfordert Liebe zu Gott und Liebe zu seinem Reich. Wenn das Feuer der ersten Liebe brennt, dann habe ich festgestellt, dass Menschen, bei denen das der Fall ist, dass sie den Missionsbefehl nehmen und ihn zu ihrer eigenen Mission machen. Vielleicht aus der Bibel, der Apostelgeschichte. Im 4. Kapitel bekamen die Apostel Redeverbot. Sie durften den Namen Jesus nicht verkündigen. Und Petrus und Johannes, die stehen vor dem Hohen Rat und die sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das Feuer der Liebe brannte in ihrem Herzen. Und wenn die Leute ihnen jetzt auch drohten und es ihnen verboten haben, dann sagten sie, macht, was ihr wollt. Aber die Liebe zu Jesu Christi treibt uns. Ich denke da an meinen Schwiegervater. Er erzählte uns, eigentlich des Öfteren spricht er davon, wie er sich zu Gott bekehrt hat. Er wurde als Kind getauft, gehörte zu einer Benennung. Er sagte, von Bekehrung hatten wir nie etwas gehört. Es ging darum, dass man so in den Traditionen der Vorväter einfach so dahin lebte. Und als er etwa 20 Jahre alt war, wurde er zu einer Jugendstunde eingeladen. Und mit einigen Freunden ging er dorthin. Er war berührt von dem, was er dort hörte. Und er erzählt noch, wie einen Eindruck es auf ihn gemacht hatte, dass diese jungen Leute, die dort in der Jugendstunde waren, sich niedergekniet haben zum Gebet. Und er ging wieder hin und er bekehrte sich. Und danach brannte sein Herz für Jesus und er war bewegt, es anderen zu sagen. Und eines Tages, so erzählt mein Schwiegervater, ist er mit Bruder Friedrich Krebs unterwegs. Und sie reisen mit der Bahn. Sie sind in einem Abteil, das voller Menschen ist. Es war ja in den Nachkriegsjahren. Die Leute sind mit der Bahn gereist. Viele Menschen. Und die beiden, so um die 20, neu bekehrt, sehen jetzt all diese Menschen. Und die beiden sagen sich, was können wir tun? Die Menschen haben eine unsterbliche Seele, sie gehen verloren. Und so öffnen sie ihre Aktentasche und sie holen ein Liederbuch raus. Damals reiste man mit einer Aktentasche, in der eine Bibel und ein Liederbuch war. Und sie nehmen das Liederbuch raus und sie stellen sich hin, mitten unter wildfremden Menschen. Und sie stimmen das Lied an und sie singen beide, heilig ist der Himmelsort, nichts als Reinheit findet man dort. Und dann im Chor immer wieder, Sünde gehe dort nicht ein, Sünde gehe dort nicht ein. Sieh einmal, das Feuer der ersten Liebe brannte in ihren Herzen. Ich denke an eine Schwester, die wir in der Gemeinde hatten. Sie war etwa 85 Jahre alt, als sie einen Schlaganfall erlitt. Sie kam ins Krankenhaus, zuerst ins Krankenhaus, blieb einige Zeit und dann kam sie in ein Rehabilitationszentrum und hatte eine Zimmernachbarin. Und sie erzählte ihr von Jesus. Und die Zimmernachbarin bekehrte sich zum Herrn Jesus. Und sie las ihr jeden Tag aus der Bibel vor und sie beteten miteinander. Und als sie mit dieser Frau fertig war, dann ging sie in die nächste Stube und dann in das nächste Zimmer. Und so von Zimmer zu Zimmer und erzählte den Patienten dort, wie wichtig es ist, dass der Mensch sich zu Gott bekehren muss. Und dann eines Tages kommt der Arzt. Und er sagt, ich habe gute Nachricht für Sie. Morgen werden Sie entlassen. Und sie sagt sich,
ich will noch gar nicht nach Hause. Ich war ja noch nicht auf der oberen Etage. Denen auf der oberen Etage habe ich noch nichts von Jesus gesagt. Ach, wie hat mich das angesprochen? Und da kommt ein Bruder zu mir und sagt, ob ich ihm auf meinem Computer könnte eine Einladung, so ein Briefbogenformat, eine Einladung aufstellen mit den Gottesdiensten der Gemeinde und alles, was so die Gemeinde tut und eine kurze Beschreibung, wer wir sind. Und da sagt er, weißt du, du machst das so, auf einer Seite machst du Deutsch und auf der anderen machst du es Englisch. Wenn einer Deutsch, dann gebe ich so und dann die andere Seite. Gut, sage ich. Ich rief ihn an, ich sage, ich habe das jetzt fertig gemacht, so, hier ist, was denkst du? Sagt, ah, oh, das ist gut. Sagt er, weißt du, könntest du mir 500 Kopien machen? Das ist ja doch eine große Zahl, 500. Ich mache ihm 500 Kopien, vergeht einige Zeit und er kommt und sagt, könntest du mir nochmal 500 Kopien machen? Und im Laufe der Zeit waren das Tausende von Kopien, die ich für ihn gemacht habe. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat das Telefonbuch genommen. Name, Adresse. Eine Einladung reingelegt, eine Briefmarke raufgeklebt und dann mit Gebet abgeschickt. Leute kommen zur Versammlung. Ich begrüße sie, fragen kurz so, woher sie sind und so. Dann zieht der Mann einen Brief raus. Und er sagt, wir haben diesen Brief durch die Post zugestellt bekommen. Und wir dachten uns, wenn jemand so viel daran gelegen ist, uns einzuladen, dann müssen wir hier zum Gottesdienst kommen. Das Feuer der Liebe brennt und treibt. Es sind Menschen, die ihr Gott dienen ernst nehmen. Du merkst ihnen das an. Sie gehen nicht nur zum Gottesdienst, sondern sie gehen zum Gottesdienst, um Gott anzubeten. Ihr Herz ist involviert, sie sind dabei. Du siehst, wenn sie das Lied singen, sie merken nichts, was um sie her passiert. Ihr Herz ist voll dabei. Die Botschaft wird aufgenommen, sie nehmen sie mit, sie denken drüber nach. Und sie beten. Da zieht eine Familie zu uns an den Ort vor einigen Jahren. Sie kamen aus Mexiko. Sie waren am Mittwoch in der Gebetsstunde. Wir haben uns so gefreut, eine neue Familie in der Gemeinde zu haben. Jetzt kommt die erste Gebetsstunde. Wir wussten gar nicht richtig, was passiert. Der Vater betet. Die Mutter betet, das erste Kind betet, das zweite Kind betet, das dritte Kind betet, das vierte und das fünfte Kind. Die ganze Familie hat gebetet in der ersten Gebetsstunde. Wenn unser Herz voll ist von der Liebe, dann geht der Mund über, sagt der Herr Jesus, dann sprechen wir auch davon. Die Oma kommt zu Besuch, bleibt einige Zeit. Da fragt das kleine Mädchen, Oma, liebst du auch den Herrn Jesus? Aber Kind, sagt die Oma, selbstverständlich, ich liebe auch den Herrn Jesus. Aber warum fragst du? Und das kleine Kind antwortet, du bist schon 2 Wochen hier, du hast noch nicht einmal von Jesus gesprochen. Die Oma erzählte diese Geschichte später
Sie sagt, ich war zutiefst beschämt. Ich erinnere mich an meine Kindheit, wenn wir Besuche machten. Als Kind beeindruckt es einen. Es dauerte nicht lange bei Besuchen und das Gespräch kam auf die Bibel. Gedanken wurden ausgetauscht. Während wir Kinder spielten, haben die Eltern über die Bibel gesprochen. Es wurden Fragen gestellt, wie verstehst du das? Wie siehst du dieses? Was denkst du, hat Paulus damit gemeint? Und so hat man sich gegenseitig erbaut und dann zum Schluss gebetet und dann ist man heimgefahren. Das waren so die Besuche, an die ich mich erinnern kann. Sieh einmal, wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Da ist dieses sichtbare Gottdienen. Da kommt ein junger Mann zur Versammlung. Er ist eingewandert aus Österreich. Und er bekehrt sich. Eine wirklich aufrichtige Bekehrung. Er sitzt in meinem Büro. Wir sprechen. Er sagt, könntest du mir eine Bibel verkaufen? Ich habe keine Bibel. So, ich gebe ihm eine Bibel. Und er fängt an zu lesen. Es vergeht einige Zeit. Ich sehe ihn im Gottesdienst am Sonntag. Ich schaue auf seine Bibel, die schöne Bibel, die ich ihm gegeben hatte. Eine neue Bibel. Die Bibel war praktisch am Auseinanderfallen. Und ich schaue sie mir an. Was hat er nicht alles in seiner Bibel markiert? Angestrichen, an den Rand Bibelstellen geschrieben, verschiedene Farben gebraucht. Und es stellte sich raus, er hat in einem Jahr die ganze Bibel durchgelesen, das Neue Testament, einmal im Monat durchgelesen. Und dann kommt er zu mir und wir unterhalten uns. Und er sagt, weißt du, ich muss zurück nach Österreich. Ich sage, wieso? Wir haben uns so gefreut, dass er bei uns in der Gemeinde war. Und dann sagt er, weißt du, was ich in der Bibel gelesen habe? In meinem Dorf, wo ich herkomme, weiß niemand, was in diesem Buch steht. Ich reise jetzt zurück. Ich muss meinen Eltern sagen, meinen Nachbarn, was es meint, wirklich Gott zu dienen. Und so habe ich Menschen kennengelernt, die mir ein Vorbild waren, ein leuchtendes Vorbild, in denen die Liebe zu Gott gebrannt hat, deren Gottdienen nicht nur mechanisch war, jeden Sonntag dasselbe, sondern deren Herz brannte und deren Leben mich beeindruckt hat, dass ich nicht vergessen habe, über die ganzen Jahre stehen diese Vorbilder vor mir, deren Leben mich gewaltig angesprochen hat. Und nun lass mich diese Gedanken zusammenfassen. Der Ausgangspunkt war Ephesus. Nach 40 Jahren Gemeindeexistenz kommt Gott und gibt der Gemeinde einen Brief. Und er lässt die Gemeinde wissen, es ist nicht mehr so, wie es einmal am Anfang war. Die Liebe, die am Anfang war, ist nicht mehr. Sie ist erloschen. Das Feuer ist ausgegangen. Und lass mich heute einmal diese Frage an dich und an uns richten. Ist es vielleicht möglich, dass dieses Feuer, das einmal in uns brannte, heute nicht mehr brennt? Ist das vielleicht die Beschreibung unseres persönlichen Lebens? Dass wir zwar noch dabei sind, dass wir vielleicht noch mitlaufen und mitsingen und regelmäßig im Gottesdienst sind, aber das Feuer brennt nicht mehr, es ist ausgegangen. Sieh einmal, es kommt darauf an, das macht der Herr ganz deutlich, dass es das Feuer ist, es muss brennen. Diese Liebe zu Gott muss in allen Dingen den Vorrang haben. Aber
Dieses Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus endet hier nicht. In den nächsten Versen, die dieser Beurteilung folgen, macht Gott ihnen ein Angebot. Ja, Gott ruft sie zur Umkehr und er lädt sie ein. Gott lädt sie ein, zu ihm zurückzukommen. Höre einmal, Gott schreibt sie nicht ab, sondern Gott sagt, komm doch wieder zurück. Lasst es doch wieder so werden, wie es am Anfang war. Lasst mich dieses Feuer in euch neu erwecken, neu anfachen. Und während du über dein Leben nachdenkst, im Vergleich zu der Gemeinde in Ephesus, vielleicht hast du dieses starke Empfinden auch. Es ist nicht mehr wie am Anfang. Vielleicht hast du versucht, es zuzudecken, zu verbergen. Das Schöne ist, eine Eigenschaft unseres Gottes, dass Gott zu uns redet und dass Gott gerade den Heiligen Geist gebraucht, um unsere Herzen zu erreichen, um uns zu überführen, um uns zu zeigen, wie Gott uns sieht. Und gerade das, was wir brauchen, dieses Feuer, das der Herr neu anfachen will, das könnte heute geschehen. Eigentlich jetzt, indem wir uns zum Herrn wenden und ihn bitten, dass er uns helfen möchte, dass wir umkehren zu ihm und dass dieses Feuer in uns brennt und dass es dann sichtbar wird und andere angefeuert werden, auch dieses Erlebnis zu machen. Und dass wir dann als Gemeinde an unserem Ort auch so dieses Feuer repräsentieren könnten, dass niemand mehr sagen müsste, bei euch hat das Feuer ja noch nie gebrannt, sondern dass wir ein Licht sind. Und das möchte Gott uns schenken. Das ist mein Wunsch für mich, auch mein Wunsch für dich, dass wir in dieser Liebe, in dieser ersten Liebe zu Jesus Christus stehen möchten. Lasst uns noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du tiefer siehst als wir Menschen. Du schaust auf unser Herz, du schaust auf das, was wir wirklich sind. Du schaust darauf, wie wir zu dir stehen. Nicht, was wir tun, sondern ob wir dich über alles lieb haben, ob wir in dieser ersten Liebe stehen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass dein Wort uns noch immer anspricht. Und tief in unserem Herzen, Herr, ist es unser Wunsch, dass wir in dieser Liebe bleiben möchten, dass wir sie nicht verlieren, niemals, sondern dass wir in dieser ersten Liebe dir dienen, dass wir Gemeinden wären, die nicht durch den Lauf der Zeit irgendwie diese erste Liebe verlieren, sondern dass wir wirklich mit Leib und Seele dabei sein könnten und dass wir einen Unterschied ausmachen an dem Ort, an dem du uns hingestellt hast. Und Herr Jesus, da wo das Feuer der ersten Liebe nicht mehr brennt, da danken wir dir für deine Gnade, die Gnade, die uns ruft, die uns zieht, die zu uns spricht. Herr Jesus Christus, wir bitten für die, bei denen die erste Liebe nicht mehr vorhanden ist, dass du dieses Feuer neu anfachen möchtest und dass Menschen zurück zu dir finden und dass es wieder so ist, wie du gesagt hast, wie es am Anfang war. Gib uns Gnade, Herr Jesus. Danke für dein Wort. Danke, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Danke, dass du uns lieb hast und dass du dir so viel Mühe um uns Menschen gibst. Entlasse uns nun mit deinem göttlichen Segen und hilf uns, dir von Herzen zu dienen, mit einem ungeteilten Herzen. Amen. Und nun wünsche ich euch allen gottesreichen Segen und des Herrn Nähe auch für die nächsten Gottesdienste dieses Pfingstfestes. Danke, dass wir daran teilnehmen durften. Gott mit euch.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von uns alle als Geschwister aus Herford, an die Geschwister in Vitaskirin. Wir freuen uns, bekannte Gesichter zu sehen und haben uns auch sehr gefreut an dem Wort Gottes. Auch besonders an dieser Frage, ob unsere Liebe noch brennt. Ja, Jesaja schreibt in Kapitel 32, oder Gott sagt, siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht zu den Nationen bringen. Und dann im dritten Vers, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wie wunderbar ist es, dass Gott in seiner Liebe selbst einen glimmenden Docht neu anzünden will. Wir haben heute Morgen gehört durch Bruder Taron. Vielleicht sieht es so aus, dass wir schon wie die 10 Jungfrauen, die eingeschlafen sind, wo so Mangel am Öl war. Und wir wissen, was geschieht mit einem Docht, wenn es an Öl mangelt. Dann kommt er zuerst zum Glimmen. Das ist kurz vorm Ausgehen. Und da braucht man Öl. Nicht irgendwie, aber ganz schnell. Und möge Gott Gnade schenken, dass das gehörte Wort wirklich schnell wirkt. Weil dieser Ruf an die Seele, hast du mich lieb? Liebst du mich wie am Anfang? Ich habe ihn selbst heute so verspürt. Und ich danke Gott dafür, dass man das Verlangen hat, Herr, ich brauche Öl, ich brauche dich, ich brauche den Heiligen Geist, diese Fülle. Ich möchte brennen für dich. Gott möge Gnade schenken, dass dieses Wort auch jede Seele berührt, wirklich jede. Und diejenigen, die noch nie das verspürt haben, wie ist es, wenn man mit der ersten Liebe angezündet wird? Komme zu Jesus, komm zu ihm, der für dich gelitten hat. Er steht da mit geöffneten Händen. Er hat die Fülle, er hat Vergebung, er hat auch Neues für dich. Ach, Gott möge uns gnädig sein, auch als Gemeinde, als Werk hier in Deutschland und so gut, dass wir diese Verbundenheit haben weltweit. Gott möge uns erhalten und anzünden und dass dieses Pfingstfest möchte wirklich zündend sein für die Zukunft. Ja, Gott sei Ehre und Dank dafür. Und jetzt werden wir noch ein Trio hören, sag nicht nein. Und in diesem Trio ist auch so eine Einladung, nicht nein zu sagen, sondern ja. Wie am Anfang wir das Lied von den Streichern hörten, ja Herr, das möchte Gott wirklich in jeder Seele wirken. Und dann nach diesem Lied verabschieden wir uns von allen und laden für morgen ein, dass wir noch zum letzten Gottesdienst noch voll da sind und auch genießen die Nähe Gottes. Gott segne euch. Nochmal herzlichen Dank an die Geschwister in Vitaskirin. Gott befohlen. Um dich steht.
Spur im Sand. Sieh, er liebt dich, nimmt deine Sünde und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, komm, sein Lied.